Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It, heute zum zweiten Werkstatt-Vlog. Bevor wir aber anfangen, zwei ganz kurze Themen. Ihr seht, ich habe eine Jacke an und das Mikrofon ist jetzt hier dran. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, dass das nicht irgendwie daran irgendwo mal rumschabbert oder schabert oder irgendwelche merkwürdigen Töne von sich gibt. Wie gesagt, ohne Jacke ist es hier drin gar nicht auszuhalten. Eigentlich müsste ich sie auch noch zumachen, weil es ist wirklich sehr kalt hier drin. Wir lassen uns überraschen, ob es funktioniert. Ansonsten, wenn es nicht funktioniert, muss ich leider auf mein altes Mikrofon umsteigen. Aber ich denke mal, lieber ein bisschen schlechteren Ton, als irgendwelche ständigen Störgeräusche da drauf zu haben. Das werde ich jetzt sehen, wie sich das jetzt bei diesem Video macht, beziehungsweise vielleicht auch in dem nächsten Video. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal was da unten in die Kommentare dazu reinschreiben, wenn irgendwelche Störgeräusche waren, was euch lieber ist, wie auch immer. Ansonsten zum zweiten Thema nochmal ganz kurz Amazon-Wunschliste. Und zwar, der Heiko hat mir was von meiner Amazon-Wunschliste zugeschickt. Und zwar, ab sofort werde ich meine Kamera nicht mehr aufladen müssen, weil sie Dauerstrom bekommt. Dazu werde ich natürlich dann auch noch ein Stativ bauen und alles. Aber eben, wie gesagt, das ist schon mal da. Sehr schön. Dankeschön, Heiko, erstmal. Und der Heiko hat auch noch was geschrieben, das werde ich euch mal kurz vorlesen. Hi Daniel, nicht, dass uns noch irgendwas an Videomaterial verloren geht. Viel Spaß beim Filmen. Liebe Grüße, Heiko. Ja, das ist nämlich schon das ein oder andere Mal passiert, dass wirklich die Kamera oder die Batterie eben leer war und ich das einfach nicht mitgekriegt habe, weil dann irgendwie was, die piept zwar, aber wenn irgendwie eine laute Maschine an ist oder sowas, dann höre ich das natürlich nicht. Da wir gerade bei der Amazon-Wunschliste sind, ich habe ja eine Verlosung gestartet, die endet ja im Dezember. Und zwar alle, die mir was von meiner Amazon-Wunschliste zugeschickt haben, sind in einem Lostopf drin. Da zählt nicht die Person, sondern der Artikel der Person. Das heißt, Heiko hat, glaube ich, schon einmal oder zweimal, dreimal was zugeschickt, weiß ich gerade nicht so genau. Das heißt, er ist jetzt zwei oder dreimal schon im Lostopf drin. Der Edwin hat mir auch schon öfters was zugeschickt, ja. Und die sind natürlich dann öfters im Lostopf und haben natürlich eine höhere Chance zu gewinnen. Ich habe schon mit meinem Partner, dem Online-Shop Gerschwitz, gesprochen. Die haben mir schon ein Paket zugeschickt oder beziehungsweise das ist gerade auf dem Weg oder geht heute raus. Mal gucken. Soll auf alle Fälle Anfang nächster Woche ankommen. Auf alle Fälle ist ein 50-Euro-Gutschein enthalten. Der wird natürlich dann der erste Platz sein. Es wird natürlich aber auch noch einen zweiten und einen dritten Platz geben. Eventuell noch einen vierten Platz. Ich werde auf alle Fälle jeden einen Zollstock von mir zuschicken noch, also mit ins Paket packen. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Werkstattvlog. Los geht's. Wie ihr seht, wir sind mal wieder am Eingang. Ich habe euch letztens in dem ersten Werkstattvlog habe ich euch erklärt, für was dieser Schalter hier ist. Ich verlinke euch das Video mal oben. Da könnt ihr mal gucken, für was der Schalter gewesen ist. Ich habe aber auch in dem Video gesagt, hier war vorher nur so ein Drucktaster noch drin, als Kappe, als Schutz. Das habe ich jetzt aber alles geändert. Ich habe, wie gesagt, die ganze Woche hier viel an der Elektronik rumgebaut und rumgebastelt. Der Schalter ist jetzt im Moment auf eingeschaltet. Ich werde den mal gleich ausschalten, dann könnt ihr mal gucken, was dann passiert. Und lasst euch einfach mal überraschen. Mal gucken, was passiert. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt im Dunkeln. Ich kann mit diesem Schalter das komplette Licht ausschalten. Ich kann trotzdem aber noch das Licht hier am Lichtschalter oder generell an den ganzen Lichtschaltern kann ich das Licht trotzdem noch ausschalten bzw. einschalten, vorausgesetzt, er ist an. Ja? Also wenn er aus ist, dann kann ich auch an den Lichtschaltern nichts mehr machen. Und wie gesagt, und das ist so ein kleiner... Na, wie soll ich sagen, so eine kleine Vorarbeit. Also ich habe da noch ein bisschen mehr mit vor. Nicht nur, dass ich jetzt hier diesen Schalter habe und diesen eben an- und ausschalten kann. Da ist noch ein bisschen mehr geplant. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Das ist ein relativ kostenspieliges Thema oder Projekt. Und das geht leider nicht von heute auf morgen. Und deswegen... ist aber trotzdem schon mal die Vorbereitung da. Für mich persönlich ist es einfach eine Erleichterung. Ich brauche jetzt einfach nur noch hier oben die beiden Schalter ausmachen und das ganze Licht ist aus und die ganze Druckluftanlage ist auch außer Betrieb und es kann eben nichts passieren. Gut, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch noch
die nächste Neuerung hier. Dann kommen wir mal noch zu einem kleinen Nachtrag zu diesem Projekt. Ich verlinke euch das hier oben mal. Da hatte ich auch eine kleine Abstimmung gemacht, was ihr meint, ob ich die Stangen hier festschweißen soll, nicht schrauben. Das habe ich jetzt schon getan. Ich habe auch hier die Halter in der Mitte nochmal extra nachträglich eingebaut. Das zeige ich, oder ich zeige euch da gleich ein paar Ausschnitte. Ich habe auch jetzt das andere Fenster schon, wo an der Seite verputzt ist, komplett fertig. Da zeige ich euch einfach nur, wie das jetzt aussieht. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die Ausschnitte und ich laufe in der Zeit zu dem anderen Fenster und bereite das vor und dann zeige ich euch das auch nochmal kurz. Viel Spaß! Ich hätte beinahe vergessen, euch das zweite Fenster zu zeigen. Und zwar, wie gesagt, hier ist auch komplett alles jetzt fertig. Alle Stangen sind auch festgeschweißt. Die Seiten sind eben sozusagen nochmal in der Mitte fest verschraubt. Das dritte Fenster zeige ich euch als Foto hier oben links oder rechts. Mal gucken, weil da ein Video zu machen, das ging nicht. Das war so dunkel da hinten im Büro, da ist... Ja, hat keinen Sinn gemacht, großartig. Deswegen blende ich euch da kurz nur ein Foto ein, dass es eben, damit ihr seht, dass es auch fertig ist. Das war ja die verputzte Wand sozusagen. Ja, gut, machen wir mal weiter. Ja, wir sind noch mal kurz in dieser Ecke hier, und zwar Thema Blasgate und die Ecke. Und zwar Thema Blasgate habe ich euch ja gerade eben gezeigt, wie ich das angeschlossen habe. Da musste ich ja auf das Plexiglasrohr noch warten, das ist ja nun da. Auch angeschlossen, wie gesagt, und auch weiter angeschlossen, bis an die alte Geschichte hier sozusagen ran. Und diese ganze Ecke wird komplett sich verändern, und zwar komplett. Alles, was ihr jetzt hier sozusagen seht, kommt komplett weg. Die Absaugung, wie sie jetzt hier gerade ist, kommt weg. Die French-Cleat-Wand geht weiter. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich diese extrem großen Metallplatten wegkriege. Ich lasse mich überraschen. Aber wie gesagt, auch das ganze Holz kommt weg. Der ganze Tisch, der hier ist, der kommt auch weg. Allerdings nicht sofort, weil hier drunter liegen noch Sachen, die dürfen nicht kaputt gehen. Und ich habe noch im Moment keinen Platz, wo ich die sicher hinstellen kann. Deswegen bleibt der Tisch noch eine Weile. Ich werde den wahrscheinlich aber ein Stückchen nach hinten rücken, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese ganze Ecke wird sich komplett verändern. Das werde ich euch natürlich alles zeigen. Gehört ja schließlich in den Werkstatt-Vlog, ja, ist ja die Werkstatt. Wie gesagt, auf alle Fälle, French-Cleat-Wand geht weiter. Und die ganze Ecke hier wird auch komplett, also das ganze Holz kommt hier komplett weg. Das kommt jetzt woanders hin. Und ja, seid dabei und viel Spaß! Mittlerweile hat sich ja nun viel verändert hier, ja. Die ganze Absaugung, die ganze Verrohrung von der Absaugung ist komplett jetzt erstmal weggenommen. Dann das ganze Holz, was hier stand, ist weg. Da habe ich viel oder ein bisschen habe ich was weggeschmissen. Ein Teil habe ich unten so ein Stückchen immer abgeschnitten, habe ich euch ja kurz gezeigt oder ein paar Ausschnitte gezeigt. Das ist noch von dem Wasserschaden, den ich damals hier hatte, weil das ganze Holz stand hier und genau hier war auch der tiefste Punkt. Hier stand das Wasser eben am höchsten. Und ich habe damals nicht geschafft, alles an Brettern wegzupacken. Abgesehen davon hat sich das Holz ja trotzdem aufgesaugt mit dem Wasser. Und das kriegt man ja auch so schnell auch nicht wieder weg. Deswegen habe ich da jetzt teilweise ein bisschen was abgeschnitten, damit ich eben diesen Schimmel hier nicht noch länger in der Werkstatt habe. Wie gesagt, das ganze Holz ist jetzt erstmal alles ein bisschen, naja, eigentlich nur umgestapelt. Das heißt, ich habe es ja noch nicht geschafft, das Holzregal zu bauen, also das Plattenlager, Holzlager, wie auch immer. Das heißt, da wo das immer später hinkommt, da steht jetzt alles.
Das heißt, ich muss es irgendwann wieder umräumen, aber gut, so ist es leider. Aber wie gesagt, ich habe jetzt diese Ecke soweit fertig und soweit frei. Jetzt habe ich nur noch diese dicken, fetten Metallplatten hier vor mir. Mich grault es ein bisschen. Ich sag mal, ich werde die vorerst jetzt erstmal, weil ich im Moment gerade nur alleine bin und keiner hier in der Nähe ist, werde ich die jetzt erstmal auf die Seite nur irgendwie versuchen zu ziehen, zu zotteln oder wie auch immer. Und dann später mal mit Verstärkung und woanders hinstellen. Wo, weiß ich auch noch nicht. Ja, ich würde sagen, erstmal versuchen wir sie überhaupt hier hinzustellen. Wünscht mir Glück. Ja, die Platten sind jetzt da drüben. War ein Kinderspiel, war ja einfach nur so zack rübergeschoben. Ich blende euch das mal ein, die komplette Sequenz. Viel Spaß beim Lachen. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich einen Teil schon geschafft. Ich habe die Verrohrung soweit fertig, bis hier unten erstmal, weil so kommt sie auf alle Fälle hin. Ob sie dann in die Richtung weitergeht oder in die Richtung weitergeht, das weiß ich noch nicht, weil das hängt alles ein bisschen von dieser Ecke hier ab, also von dem Tisch und der Formatkreissäge. Ja. Ich habe sie aber auf alle Fälle fixiert, damit sie eben nicht mehr hoch oder runter rutschen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel da unten was anbauen möchte, dass ich dann ein bisschen was gegendrücken kann, dann verschiebt sich das hier alles nicht nochmal. Dann habe ich die Druckluftleitung fixiert. Ich habe auch die hier hinter einen Kabelkanal gebaut, damit eben die Kabel, die von oben kommen, nach unten lang gehen, auch ein bisschen schön im Kabelkanal sind. Ich habe hier oben eine Steckdose angebaut. Dazu gehört aber noch die Verrohrung, die ich leider noch nicht anbringen kann, weil mir sage und schreibe 10er Dübel fehlen. Ich habe hier leider keine in der Werkstatt, aber habe zu Hause auf alle Fälle noch welche. Das heißt, das verschiebt sich dann aber leider ein bisschen. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Aber ihr könnt ja gerne mal raten, für was die Steckdose sein soll und das Rohr dazu. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren euch niederlassen, niederschreiben. Ich habe jetzt hier ein paar USB-Platten noch besorgt. Die habe ich gerade eben besorgt und die werden wir jetzt hier noch anbringen. Vorerst nur bis hierhin. Die kleine Ecke dann und der Kasten, der dann hier drum gebaut wird, das werde ich ein bisschen verschieben. Das wird dann sozusagen im dritten Werkstattblock kommen. Hat einen ganz besonderen Grund. Lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen. Und von der Sache her würde ich jetzt mal sagen, wir machen das jetzt hier noch fertig. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Das ging jetzt relativ fix, muss ich sagen, aber ich hatte ja auch extra das Brett dafür vorbereitet, das schwarze. Erstmal, um den Versatz eben auszugleichen und zweitens, um die Platten oder die USB-Platten einfach direkt gleich daran festzuschrauben. Beziehungsweise die letzte Platte jetzt hier ist ja wirklich nur mit den beiden Schrauben erstmal fixiert. Im nächsten Werkstattblock geht es auf alle Fälle weiter hier allgemein in der Ecke. Aber ganz besonders machen wir natürlich auf alle Fälle die USB-Platten hier erstmal noch weiter.
Hier kommt natürlich das 50er HT-Rohr rein. Dann kommt hier noch ein Kasten drum, damit es eben ein bisschen schöner aussieht. Und hier oben natürlich geht es auch weiter. Da wird das natürlich weitergeführt. Und ja, das werdet ihr aber dann alles im nächsten Werkstatt-Vlog dann sehen. Ich würde mich natürlich über ganz viele Kommentare freuen, ganz besonders über das Rätselraten, für was die Steckdose hier oben ist und für was hier noch das 50er HT-Rohr hinkommt. Da könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, bin gespannt. Ich denke mal, die einen oder anderen werden sich schon denken können. Ich würde sagen, das war's jetzt für den zweiten Werkstatt-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wie gesagt, Kommentare natürlich gerne auch. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag zu den News wieder. Bis dahin, ciao!